Gegen den 21-jährigen Hamad H., hier Bilder von seiner Festnahme, wird jetzt wegen Mordverdachts und des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ermittelt. Er wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen vom zuständigen Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge konnte der zunächst schwer verletzte Syrer mittlerweile vernommen werden. Er war an der Karlstraße gegen ein Auto gelaufen. Mit dem Opfer, einer 45-jährigen Frau aus Polen, habe es demnach eine Beziehung gegeben. Beide waren in einer dem Tatort naheliegenden Gaststätte angestellt und kannten sich von dort. Laut der Ermittler deutet deshalb derzeit viel auf eine Beziehungstat hin. Auch das Tatwerkzeug, ein rund 60 cm langes Dönermesser, stammt demnach von dort. Zunächst war von einer Machete die Rede gewesen. Laut Polizei deutet vieles auf ein spontanes, nicht geplantes Tatgeschehen hin. Zudem hätten sich bei der Vernehmung Hinweise auf psychische Auffälligkeiten ergeben. Ob das Motiv in einer psychischen Erkrankung liegen könne, werde weiter ermittelt. Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen der Polizei ist es am Tatort in der Stadtbachstraße zu einem Streit gekommen, bei dem der 21-Jährige die 45-Jährige tödlich im Kopfbereich verletzte. Bei seiner Flucht über die Karlstraße hatte der 21-Jährige einen 23-Jährigen im Gesicht sowie eine 53-jährige Frau am Unterarm verletzt. Der 21-Jährige wohnte seit 7 Monaten in einer Reutlinger Flüchtlingsunterkunft und ist seit einem Jahr in Deutschland. Er ist unter anderem wegen Eigentums-, Drogen- sowie Körperverletzungsdelikten Polizei bekannt.